Schönen guten Abend zurück, meine kleinen Stalkerlinge. Willkommen zurück in der frischen Zone. Ich bin ein bisschen aus dem Dorf rausgelaufen. Ich habe von dem Techniker im Ort die Aufgabe bekommen, zwei von seinen... Entschuldigt. Die Schrottsammler hier zwischendurch beauftragt, Materialien für ihn zu besorgen. Die sind ihm abhanden gekommen, kamen halt nicht zurück. Und der letzte Standort soll hier gewesen sein. Und da begeben wir uns jetzt hin. Und mal gucken, was den Jungs zugestoßen ist. Es knistert. Kleine Ratte. Oh, guck mal. Monolith-Symbolik. Die haben ja ein Versteck. Gesperrt. Schloss abschießen ist nicht. Aber hier, Notiz eines Stalkers. Du hattest recht, scheiß auf die Zone. Ich war als erster hier und bin nun der einzige noch Verbliebene. Ich trinke in Gedenken an dich. Hier kommt die Emission. Zur Hölle mit allem, meiner Beute, meine PDA, einfach alles. In Ordnung. Richtig aufgegeben. Der Mann. Was ist denn hier passiert? Oh. Irgendwas atmet hier. Eine super Tots. Eine Sicherung. Ich würde euch so gerne ausnehmen. Wirklich. Oh, jetzt haben wir schon wieder Licht hier. Cool. Oh, guck mal. Dadurch geht das Monolith-Tor auf. Das ist wirklich ein Versteck. Oh, fette Beute. Eine UDP-Kompakt. Aua. Sau. You know. Versuch das einfach am zweiten Anlauf nochmal. Medikits, Granaten, Aurora-Gasmaske. Bah, bah, bah. Gib mir all euer Zeug. Und ein Sack mit ein bisschen Stuff. Und das war doch nicht verkehrt. Geil. Ich habe uns übrigens ein neues Artefakt eingesackt. Und zwar den Tropfen. Aber da ich nichts habe, um die Strahlung zu kontern, habe ich es auch noch gar nicht probiert anzulegen. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. So, erweitertes Magazin. Raus. Schalldämpfer ab. Jetzt habe ich die zwar gerade ein bisschen aufgewertet, aber scheiß drauf, das war nicht so teuer. Aber ich glaube, das hier ist schon besser, oder? Die UDP ist halt genauer. Ah, das geht schon. Das ist ein bisschen schade. Ich nutze, Schaden. Die Pistole nutze ich ja eh nur, um Fraggles wegzuballern, diese ganz kleinen Viecher. Also Anbauteile können wir jetzt natürlich nicht benutzen. Und die Gasmaske, was haben wir jetzt auf? Optiker-Gasmaske. Wir haben die bekommen. Na, ja, die andere bietet natürlich einen krasseren Verletzungsschutz. Aber vielleicht können wir die gut gewinnbringend verkaufen. In Ordnung. Weiter jetzt. Ist das denn hier einer von den Mechanikern schon? Oder von diesen Plünderern? Ich finde das schade auch, dass ich kann jetzt nicht eine Pistole führen nebenbei, wenn ich eine Schraube in der Hand habe.
Das funktioniert besser als den ersten Teil, ne? Wenn du das versucht hast, hast du trotzdem voll eine geknallt gekriegt, weil die Anomalie sofort wieder da war. Das ist schon cooler hier. Also, habt ihr gesehen, die sind so ruckartig, sind zwischendurch sogar einfach weg. Wo ist das Vieh jetzt hin? Aber irgendwer hat die gerade noch gestöhnt. Oh, ich helfe dir, Kollege. Stalker. Oh. Mal nicht sehr an hier. Poltergeist haben sie auch gekämpft. Hättest du erstmal ihn anstecken, nachdem er fast verreckt ist? Что с тобой сталося? Об стіну гепнуло. Але це війня. Медик підлатає. Іншим гірше. Значно гірше. Мене Лінза відправив. Сказав, ваша група перестала виходити на зв'язок. Добре, що він не забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Врятуй мастифа. Монолітівець всіх перехерачив, а його забрав. Моноліта? Монолітівець? Це ще хто? Угрупування таке було. Моноліт. Нездолані фанатики з центра зони. Кажуть, виконавець бажань охороняли. Я думав, половина з цього вигадка. Типу страшилка для новачків. А тут... Я допоможу. Не знаєш, куди монолітівець міг потягти мастифа? Знаю. Він гарантовано в тому клятому будинку, про який чутки ходять. Зараз закину мітку. І щасти тобі. Dankeschön. Monolita hier schon, ja? Ist so komisch, weil die bewegen sich ja gar nicht. Aber trotzdem schlackert hier die ganze Zeit irgendwas. Ah, hier geht's wieder raus, okay. Da hinten wären wir, glaube ich, nicht mehr hochgekommen. Yay! Freiheit! Bleibt das jetzt als Nebenquest markiert? Guck mal, hier neben uns ist ein Versteck. Aha. Die verlorenen Jungs, finde Mastiff. Okay, das ist hier hinten das blaue Kompassgerät. Die auf mich? Muss mir erstmal einen Schuss setzen. Ich wollte da bloß ein Versteck plündern, Leute. Entspannt euch doch mal. Oh. Es ist wieder soweit.
Aber meine Viper hat hier noch keinen Scope. Da habe ich nur eine Leiste raufbauen können. Aber das Scope konnte ich mir dann nicht mehr leisten. Ich hab keinen Bock, das sind immer so Sachen, da macht die KI dich einfach eiskalt nieder. Das wird hier bestimmt auch so sein. Oh. Ich gehe hier rein. Ich suche mir ein bisschen vorteilhafte Deckung. Schnelltasten wurden abgeschafft gerade anscheinend. Warum, was ist denn jetzt hier los wieder? Ja, und das falsche Rennen kippt. Aber er hat auch nicht reagiert, als ich gerade gedrückt habe. Ich verstehe das manchmal nicht. Signiert man da jetzt trotzdem hin? Da schleicht er. Einer von ihnen. Naja. Nee, nee. Das ist scheiße. Sorry, aber das macht einfach keinen Sinn. Alter, so ein Huso. Ey, ich weiß nicht, ne? Die KI, die ist echt wild, Mann. Packst du bitte die Viper aus, wenn ich auf 4 drücke? Da stehst du, ich sehe ja nichts. Warum sehe ich denn immer nichts? Alter. Das ist das krass. Alter! Ich treffe ihn nicht mal! Was? Ey, ist das ein Blödsinn? Nimm doch mal die Scheißpistole raus! Er macht einfach nichts! Das ist so krass, ich drück wie ein blöder 4! Ja, jetzt, ja, lehne ich doch länger rum. Alter, ist das ein Dreck. Hab ich richtig gesehen? Soll eine Granate gewesen sein, ja? Yeah, es ist so geil. Ohne Witz, Mann. Das haut überhaupt nicht hin. Wo ist er denn jetzt bitte? Hä? Oh, jetzt hängt er wieder fest. Echt lächerlich. Ey, was du hier drückst und machst und gefühlt nichts angenommen wird. Ah, die schmeißen echt gut ihre Granaten. Sie waren unbewaffnet ansonsten? Nee. Ja, ich muss irgendwie sagen, die Pistolen, die schießen sich deutlich besser. Als die Großwaffen. Ich hau jetzt ab hier.
keinen Bock mehr. Sam, die können ja nicht dann immer einfach Stalker auftauchen. Das ist auch so eine Pflichtveranstaltung, dass du erstmal gebissen werden musst. Genau, deswegen drücke ich wieder. Ach komm, lass es gut. Ich rech mir darüber nicht mehr auf. Er löst sich schnell das Knife aus. Ich kann hier drücken wie ein Blöder. Meter, ey. Aber warum darf ich... Ich verstehe jetzt nicht, warum ich das jetzt nicht darf. Ja. Er liegt doch schon da drauf. Ich drücke hier wie ein Verrückter. Das ist doch nervig, Mann. Also so draußen in der Wildnis ist nicht schön mit Kämpfen. Jetzt sind wir hier gerade an einem vorbeigelaufen. Ja, hier in dem kleinen... Ist das ein Schrein? Oh nein. Es zeigt auch noch unten. Oh, warum? Ganz schön tief, hä? Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Vielleicht gibt es ja hier vom Haus aus einen Weg rein. Kann man die kaputt machen eigentlich? Ei. Hört sich süß an, aber geht. Das ist gut. Waren wir hier schon mal? Oder kommt mir das nur so vor? Wie war ich hier schon mal? Seid ihr Kollegen? Ey, ohne Witz, woran erkenne ich das jetzt hier? Okay, scheinen Kollegen zu sein. Говори с головним. Anführer. Oh. Здоров, мужик. Раз уже зустрілися, то може треба щось? Was bist du denn für ein Händler? Von ihm krieg für... Nee, komm, lass jetzt sein. Lasst einfach, Leute. Lasst einfach. Ein Händler, ja, klar. Nicht dabei. Ich krieg für ein PDA 11 Rubel. 11. Was soll das sein, Alter? Ja, von einem echten Händler bekomme ich 22. Für ein PDA. Okay, also anscheinend. Also wenn, dann findet man den wohl nicht so einfach, den Zugang. Hier hätten wir ja die Nachricht von dem einen Stalker, da kann ich mich auch noch dran entsinnen.
hätte sein können, dass hier ein Zugang ist, aber... Ich weiß nicht, ob das so clever ist, da jetzt reinzufallen. Die Zone fordert deine Seele. Natürlich macht sie das. Natürlich. Ich verfolge mal das Missionsziel, dass wir das vielleicht noch fertig kriegen eines Tages hier. Oh Gott, das will ein Neuladen ist auch keine gute Idee. Ich gucke mir mal den Boden an. Macht's auch nicht besser. Hier wird alles gerade irgendwie geladen. Verstehe ich nicht, warum der Ladebildschirm da schon freigegeben wird. Boah, ey. Hatte ich aber so auch noch nicht. Ja, so kämpfe ich bestimmt auch. Ja, sicher mag ich das. Och komm ey, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Was ist das für ein Scheiß, wirklich, Mann. Oh. Bisschen besser ist er der. Schade, dass man da nicht einfach runterfallen darf. Ist das hier ein richtiger Zugang? Nö. Oh! Hier ist die Leiter, Freunde. Vielleicht finde ich hier unten die Performance. Ne, hier so auch nicht. Ey, hör doch mal auf, Alter. Vor allem so völlig grundlos auf einmal so, komm. Jetzt mal so ein bisschen Dia-Show. Temco zinken. Nichts bei, Herr Temco. Irgendwer ringeschmissen oder was? Das ist das, was wir von oben gesehen haben. Das spielt sich alles wesentlich besser bei der Performance. Das ist top.
Mann, warum erholt sich denn diese Kacke auch nicht? Das ist so bitter, ey. Was wollt ihr denn von mir? Geh doch fort. Ach ja. So macht Spielen Spaß. Ja. Ich weiß nicht, wie doll die mich beißen. Ah, ist schon nicht schlecht, ne? Ist das scheiße, Alter. Ich kann dieses Spiel irgendwie nicht mehr ernst nehmen, ne? Das... Ja, genau, ja, genau. Sie hängt an der Treppenstufe fest. Ich kann nicht zielen, weil es übel leckt. Ey, ich hab keine Bock. Ich hab keine Muße mehr irgendwie. Was da? Bleibt sie jetzt fort, oder? Ich werde jetzt Einzelgänger jetzt auch abhauen. Manometer. Dann wärst du so grundlos. Einfach so. Jetzt läuft es mal einfach scheiße. Was habe ich getan? Ist das hier? Ist das eine gute AK? Deswegen sind wir hier. Wegen dem guten Shit. Na gut, Leute. Ich mache hier mal einen Break und guck mal, was ich gegen die schlechte Performance tun kann gerade. So, okay. Ich habe jetzt einfach nochmal geladen. Jetzt scheint das wieder in Ordnung zu sein. Oh, 9 Granaten haben wir. Ach ja, hier waren ja die Atzen. Ach Mann, ey. Ich muss gestehen, ich habe bei der Trefferquote, die da an den Tag legen, keinen Bock, mich mit denen draußen zu schlagen. Weil meine Deckung scheint irrelevant zu sein. Ich habe keine Lust drauf. Vor allem, das Schlimmste ist eigentlich, dass du die nicht erkennst. Und die dich aber. Gleich da an dem besagten Wohnkomplex. Denn die sagt, das ist ein Wohnkomplex? Das sieht ja eher aus wie so ein einfaches Haus. Ah, ich höre einen Hund. Ich höre mehrere Hunde. Ah, ich hab schon Alarm. Aber ich sehe ja nichts. Ah!
Alter, setz dir den Schuss, Mann! Wo sind die Köter? Ich kann vieles einfach nicht nachvollziehen. Woher jetzt? Ich meine, klar sind Hunde. Natürlich kriegen wir... Alter! Was ist das, Mann? Wo sind die Schweine hin? Da waren gerade Schweine. Ich möchte ihn noch mal sehen, das waren die ersten Schweine, die wir überhaupt gesehen haben. What? Hallo? Machen Sie die Tür auf. Ah. Die hat nicht ich erschossen. Ja, genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich kann... Ah. Haben wir eine Ausdauer hin. Dann geht's natürlich, wenn man das vorher gewusst hätte. Die Kondensmilch kommt da vom Slot weg. Da kommt die Wurst drauf. Aber mal gucken, was das für ein Monolith ist. Ist vielleicht gesichert hier das Ganze. Hier ist wirklich wieder so eine Antenne drauf. Пощай промінням своїм душі тих, хто віддає життя за здійснення волі твоєї. Розкрий слугам своїм задуми ворогів наших. І даруй сили помститися за братів полеглих. Не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. Ist die Frage, versuch mal mit dem zu reden. Oh, Mastiff, aber er lebt doch. Alter, was hat er? Pass auf, jetzt kommt raus, er hat ihm geholfen oder so. Deshalb habe ich vorher gespeichert. Sie auf dem Dachboden nach.
бляха. Дев'ятий. Храни тебе, бляха. Дев'ятий. Храни тебе, моноліт. Нам довелося швидко відходити. Ти подолав такий довгий шлях. І я пройду його знову. Назад. Заради чого? Не дурій. Де б ти не сховався, рано чи пізно тебе дістануть. Все змінилося. Ти або йдеш шляхом брехні та жалю до себе, живеш як сталкер серед чужинців, або йдеш до нас, брате. Тоді скажи, що мені робити? Одягти нашу стару броню. Дари моноліту допоможуть пройти там, де ніхто більше не зможе. Вір мені, я надішлю маршрут. Хай моноліт осяє твій шлях. Ей. Soll ich ihn jetzt einfach hier liegen lassen? Ach, gut. Hätte ich jetzt vielleicht so nicht gemacht, aber in Ordnung. Jetzt müssen wir den weiten Weg zurück. Würfel. Ah, guck mal, hier hinten ist mein Versteck. Warum hier hinten? Aber egal, lasst uns da mal noch kurz hinrocken. Weil da könnte dann meine Dingsbeute sein. Mein Vorbesteller-Stuff. Oh, das geht gar nicht so einfach, hä? Kann ich noch irgendwie das Übergewicht loswerden? Guck mal, die hat zum Beispiel 100%. Die kann ich noch verkaufen. Ey, die ist auch bei 16, ne? Da geht auch noch was. Ah, ich darf hier nirgends hoch. Oder da hinten? Geht's da hinten bergauf? Das hier ist der Cordon, oder was? Ein Blick in dein verstärktes Armeeposten hier? Ist das der Bahnübergang? Ja, eindeutig. Das ist hier links davon? Ja, da komme ich ja so bestimmt jetzt nicht ran. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie weit wir weg sind. Dann prüfen wir noch das Versteck hier. Und dann verdufte ich erstmal wieder zurück. Aber das müssen wir uns unbedingt angucken. Ich möchte auch wissen, wie sich das mit dem Rucksack äußert. Stirbt da bestimmt der Bär gleich. Ah. Alles andere wäre komisch gewesen. Oh, Alter! Oh,
Was? Sind das Stalker oder Banditen? Wegen mehr Schock. Wow. Erstmal eine Wurst drauf. Ey, jetzt könnte man die so schön ausnehmen. Weißt du, dann machst du so eine tolle Modelle. Was nu? Quallerlicht. Схоже, нікого немає. Naja. Und wo ist hier L Versteck? Da oben hängt er. Aber warum darf ich denn hier nicht hoch? Eieiei. Dafür springt sich dazu beschissen, finde ich. Um mir so eine Späße einzubauen. Freunde. Ich denke, das ist hier schon der Weg, der gewollt ist, aber... Oh. Das sieht hier natürlich die größte Rotze auf. Wie du ohne Waffe nicht um die Ecke gucken darfst. Das ist so komisch. Okay. Also das, ich finde das so schade gerade. Du hast so schöne Modelle und dann machst du da keine Gameplay-Mechanik raus. Also verschwindet einfach ein Feature, was von Anfang an mit drin war. Ist genauso wie Taschenlampenschatten. Die Taschenlampe wirft keine Schatten. Das hatte alles schon der erste Teil damals. Oh, hier ist auch wieder ein Versteck. Leck mich doch einen Sack, ey. Du kannst im Rennen nicht nachladen, oder was? Erster Tag, ey. Schnell wieder rennen, Junge. Meine Güte. Oh. Ich weiß nicht, wie lange ich damit leben kann, dass ich keine Tiere auseinandernehmen kann. Ein Aufzugsschachtversteck.
Ja, sonst wurde hier wohl schon alles geplündert. Aber ich kann mal gut das Unwetter aussetzen. Mit meinem neuen Freund hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis jetzt in der nächsten Folge von Stalker 2. Ai, ai, ai. Haut rein.